Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich habe heute diese unglaublich leckere und gar nicht mal so schwer herzustellende Pistazien-Marzipanrolle für euch. Los geht's mit dem Biskuitteig mit einer Größe von 30 x 40 cm, also einer klassischen Backblechgröße. Hierfür benötigen wir 5 Eier der Größe M, die ich schon in Eigelb und Eiweiß getrennt habe, 110 Gramm Mehl, einen gestrichenen Teelöffel Backpulver, einen Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ könnt ihr natürlich auch ein Päckchen Vanillezucker verwenden, eine Prise Salz, 20 Gramm Speisestärke, 80 Gramm Zucker und 2 Esslöffel heißes Wasser. Zuerst schlage ich die Eiweiße in einer sauberen und fettfreien Schüssel mit der Prise Salz und der Hälfte des Zuckers steif. In eine weitere Schüssel kommen nun die Eigelbe, der restliche Zucker sowie die 2 Esslöffel heißes Wasser sowie das Vanillearoma. Alternativ gebt ihr jetzt den Vanillezucker dazu und diese müssen nun mindestens 10 Minuten hellcremig aufschlagen. Die Masse sollte deutlich luftiger geworden sein, deutlich an Volumen zugenommen haben und richtig schön hellgelb und cremig sein. Nun wird das Eiweiß untergehoben. Dazu gebe ich erst eine kleine Menge auf die Eigelbmasse, rühre diese ein, so ist die Masse schon mal etwas aufgelockert und anschließend hebe ich den Rest vorsichtig mit einem Teigschaber unter. Zu guter Letzt kommt noch Mehl, Speisestärke und Backpulver dazu. Alles drei wird eingesiebt und ebenso vorsichtig untergehoben. Den Teig gebe ich nun auf ein mit Backpapier belegtes Backblech mit einer Größe von etwa 30 x 40 cm. Mit einer Palette streiche ich diesen schön glatt. Achtet darauf, dass er wirklich schön gleichmäßig ist, sonst backt er nämlich ungleichmäßig und gebe ihn in den vorgeheizten Backofen für 12 bis 13 Minuten. Nach dem Backen stürze ich ihn noch heiß auf ein sauberes, mit Zucker bestreutes Küchenhandtuch, ziehe sofort das Backpapier ab und wenn dieses etwas muckt und sich nicht gut abziehen lässt, dann befeuchtet einfach die Oberfläche des Backpapieres mit etwas Wasser und schon lässt sich dieses auch schön leicht abziehen. Anschließend bedecke ich den Biskuit mit einem feuchten Küchenhandtuch und bereite die Füllung zu. Dazu benötigen wir 50 Gramm Pistazien, 2 Esslöffel Aprikosenkonfitüre, 100 Gramm Schmand, 20 Gramm Vanillezucker, 400 Milliliter süße Sahne und zur Unterstützung des Pistaziengeschmacks, das ist aber absolut optional, könnt ihr hier noch etwas Pistazienaroma, Pistazienextrakt, Pistazienöl, je nachdem, was ihr zu Hause habt, noch zusätzlich mit zugeben. Wenn ihr das überhaupt nicht habt, dann lasst das einfach weg. Es unterstützt allerdings einen etwas intensiveren Pistaziengeschmack. Außerdem benötigen wir 5 Teelöffel Sanapat, 400 Gramm Marzipanrohmasse, 100 Gramm Puderzucker und zum Schluss noch etwas Puderzucker zum Bestäuben. Die Pistazien kommen in einen Multizerkleinerer zusammen mit dem Vanillezucker und werden fein zermahlen. In eine Rührschüssel gebe ich Schmand, die süße Sahne und schlage dieses mit dem Sanapat steif. Kurz vor Ende gebe ich noch die gemahlenen Pistazien sowie das Pistazienaroma dazu, lasse dies noch kurz einrühren
und dann ist die Füllung auch schon fertig. Damit das Marzipan gut ausgerollt und weiterverarbeitet werden kann, wird dieses nun mit 100 Gramm Puderzucker verknetet bzw. angewirkt, nennt man dieses. Dazu knete ich einfach den kompletten Puderzucker ein. Das braucht ein bisschen Geduld, dauert ein paar Minuten, aber habt diese Geduld. Der Puderzucker lässt sich auf jeden Fall restlos in das Marzipan einarbeiten. Anschließend rolle ich das Marzipan auf etwas Puderzucker auf meiner Arbeitsfläche aus. So groß, dass ich die Größe der Biskuitplatte habe, also eine Größe von etwa 30 x 40 cm. Bevor ich das Marzipan zurechtschneide, wende ich es noch einmal auf ein Backpapier um, sodass die Puderzuckerseite nun oben liegt, und schneide mein Marzipan auf die Biskuitplattengröße, also 30 x 40 cm zurecht. Hierauf verteile ich nun 2 Esslöffel Aprikosenkonfitüre, gebe die ausgekühlte Biskuitplatte oben drauf. Anschließend folgt die Füllung und ich empfehle euch, noch ein klein wenig der Füllung für die Deko später aufzubewahren. Das ist aber absolut optional. Mithilfe des Backpapiers rolle ich die Biskuitrolle nun auf, gebe sie auf eine Unterlage und für mindestens 4 Stunden zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Von dem übergebliebenen Marzipan habe ich mir ein Teil in Grün und ein Teil in Rot eingefärbt und daraus forme ich nun ein paar Marzipanrosen. Für die Rosenblüten rolle ich das rote Marzipan zwischen Backpapier aus, denn es klebt nämlich wahnsinnig auf der Arbeitsplatte, schneide dünne Streifen und nehme jeweils einen Streifen wieder zwischen Backpapier und drücke mit meinen Fingern eine Seite flach. Mit dieser flachen Seite nach oben rolle ich das Marzipan zu einer Schnecke locker auf. Den unteren Überschuss nehme ich etwas weg und zupfe die Rose noch ein wenig zurecht. Und für die Blätter verwende ich einfach diesen kleinen Blattausstecher. Nach der Kühlzeit kann die Rolle dekoriert werden. Ich habe sie schon aus dem Backpapier ausgerollt, die beiden Enden rechts und links schon sauber abgeschnitten und nun dekoriere ich noch die Oberfläche. Da ich es verpasst habe, etwas Füllung aufzuheben, habe ich Schlagsahne steif geschlagen und diese in einen Spritzbeutel mit einer Sternhülle gegeben. Zuallererst wird die Oberfläche mit Puderzucker bestäubt. Anschließend ein paar Sahnerosetten oder wie gesagt, ihr könnt das auch mit der Füllung machen. Und hierauf gebe ich nun die vorbereiteten Marzipanrosen.